Hallo, wir sind heute zu Gast bei einem, den man aus dem Fernsehen schon recht gut kennt, bei Roland Rettl. Die Adresse geben wir heute ausnahmsweise nicht preis. Wir sind bei dir zu Hause. Hätten wir uns vor 10, 15 Jahren getroffen, hätte ich gesagt, du bist Spitzenkoch. Wir hätten wahrscheinlich über Techniken, Produkte bis in die Puppen tratschen können. Mittlerweile bist du weit weg vom Kochen, bist im Fernsehen Quotenbringer. Dennoch würde ich gern ein paar Jahre zurückgehen. Viele wissen es ja vielleicht gar nicht. Deine Hangar 7-Geschichte kennt man auch, aber du warst auch in der Aubergine. In der legendären Sous-Chef, glaube ich, beim Eckhard Witzigmann. Wie fing das bei dir an, die Affinität zum Kochen? War es von Anfang an dein Traum? Mittlerweile ist es ja schon so skurril, ja, dass ich von Menschen angesprochen werde, wenn ich auf einem Event koche. Ja, es sind ja nicht viele im Jahr, dass Menschen auf mich zukommen und mich total verwundert anschauen und sagen, Herr Trettl, Sie können kochen auch? Weil sie mich einfach aus anderen Formaten wie First Dates jetzt viel mehr kennen, ja, und die Leute eigentlich gar nicht wissen, dass ich in Wahrheit Koch bin. Ja. Ich habe 30 Jahre lang intensiv gekocht. Mhm. Ja. Es ging ja mit 14 Jahren schon los mit meiner Lehre, weil ich Schule war ich nicht erfolgreich, wie in vielen anderen Dingen auch nicht. Und dann blieb halt das Kochen über und die Lehre mit 14 und ja, mit wenig Freude die ersten Jahre, mit sehr viel Leid verbunden. Und irgendwann habe ich mich auf nach München bewegt, um dann mit Eckhard Witzigmann zu beginnen zu arbeiten. Oder unter ihm, nicht mit ihm. Und kleiner, aber feiner Unterschied. Hallo Unterschied. Mit ihm ging erst viele Jahre danach los. Und dann hat es mich so ein bisschen gepackt, das ganze Business, Kochen, Genuss, Verarbeiten von Lebensmitteln. Und ja, dann ging es so langsam, Step by Step, nach oben. Was war so die Probleme in der Kochlehre bei dir, dass man sagt, man fängt das Feuer nicht? Ja, das Problem war einfach das, dass ich mir immer eingebildet habe, dass ich für andere Dinge eigentlich geboren wurde, wie Eishockey-Profi, wie Tennislehrer in Saint-Tropez vielleicht oder als Berufs-Casanova ein Leben lang die Strände von der Adria abzugrasen. Ja, Kochen war einfach ein Muss. Mhm. Ja, es war nichts anderes. Ja, ich hatte keine Talente. Auch das Kochen war nicht ein Talent am Anfang. Ja, es war einfach die einzige Möglichkeit, dass mir die Eltern nicht mehr auf die Füße treten, ja, weil ich einfach nichts tue. Mhm. Und es war eine absolute Notlösung. Von der Notlösung bist du dann sehr weit hochgekommen zum leidenschaftlichen Ausnahmekoch Aubergine, dann in Mallorca auch für Eckhard Witzigmann gekocht. Und dann eigentlich gemeinsam auch mit ihm und Red Bull dieses Hangar 7 Gastkochkonzept aus der Taufe gehoben. Wie waren die Beginne? Ja, Euphorie ist jetzt nichts, was von Anfang an stattfindet. Dafür bin ich einfach zu sehr sicherheitsliebend. Ja? Deshalb höre ich mir Dinge an, ich schaue mir Dinge an und dann lasse ich Emotionen aufkommen. Mhm. Ich versuche das immer in diesen Schritten zu machen, weil sonst fällt es meistens oder zu oft auf die Schnauze. Vielleicht habe ich es auch lernen müssen, ja. Aus Japan kommend damals, ich habe in Tokio eine Eröffnung gemacht für eine japanische Company, auch mit Witzigmann zusammen. Und dann kam die Anfrage vom Hangar, da haben wir uns getroffen, Herr Mateschitz, Herr Witzigmann, ich und einige seiner Mitarbeiter von Herrn Mateschitz. Und dann kam in Wahrheit damals die Idee auf mit dem Gastkochkonzept. Ich dachte ja, ich gehe hin und koche ganz banal, wie es ist, ja, in einem Restaurant als Küchenchef und versuche das halt so erfolgreich wie möglich zu machen. Und erst dann erfuhr ich eigentlich über diese
Grundidee, die ja nicht die war, wie sie dann letztendlich stattfand. Und mein erster Gedanke war einfach, dass das nicht geht. Und dann die Grundidee war, dass man das viermal im Jahr macht. Mhm. Ja, mit vier Teams, aber wirklich von Abwäscher bis zum Küchenchef, Sommelier, alles. Das komplette Team, dass ein Restaurant vielleicht geschlossen wird in New York und 3 Monate im Hangar 7 alles so stattfinden lässt, wie es in New York passiert. Und da war mein Bedenken schon, bin ich mir nicht sicher. Schwierig. Ja, geht vielleicht mal bei einem, der was nur 6 Monate auf hat, gibt es ja auch, ja, dass vielleicht 3 Monate in der Zeit, wo er geschlossen hat, bei uns dann verbringt. Aber das 4-mal im Jahr, habe ich mal erlaubt zu sagen, dass es, ja, und dann ging es ein bisschen hin und her. Und, aber ich habe die Grundidee verstand ich und ich verstand auch, warum ich sofort eine Mauer aufgestellt habe. Es war ein Ego-Problem. Ja? Es ist ja eines der größten Probleme von Köchen an sich, ja, dieses Ego-Problem, weil sie ja zum Teil viel mehr an sich selbst denken, wie an dem, der die Rechnung bezahlt, an den Gast. Deshalb wird ja auch zum Teil so viel Mist auf den Tellern landet so viel Mist auf den Tellern, weil der Koch ja meint, alles. Es ist alles richtig so. Und auch ich habe mich da ertappt, ja, und habe dieses Ego-Problem erkannt und habe gesagt, ja, warum brauche ich andere Köche, wenn ich sie am besten kann? Was ja bescheuert ist, aber ich bin drauf gekommen, ich habe darüber nachgedacht und habe gesagt, eigentlich ist es eine unfassbar geile Möglichkeit. Natürlich ist es nicht mehr deine Küche. Du setzt die Küche mit einem Team von anderen Köchen und anderen Teams um. Wer darf das? Ja. Ja? Und dann haben wir das so ein bisschen ausgefeilt und dann ging man wieder zum Mateschütz und dann habe ich halt gemeint, ja, wieso machen wir es 4-mal im Jahr, wenn wir es 12-mal machen könnten? Ja, und die Idee gefiel und ja, dann stand man da und wusste nicht, wie es dann wirklich geht. Weil jetzt anklopfen und sagen, ja, hallo, wir haben da eine super Idee. Wir kochen 1 Monat lang deine Küche, können deinen Namen richtig versauen. Und deshalb sind wir mal haben wir mal begonnen mit Leuten, die uns vertrauen, wie ein Gerhard Schweiger, wie ein Jörg Sackmann, wie ein Martin Dalsas, wie ein Dieter Koschina, wie ein Elia Linster. Das waren so die Anfänge, das waren so die ersten Köche, die uns dann mit beginnend Oktober 2003, Gerhard Schweiger war ja der Erste, besucht haben, oder ich sie im Vorfeld besucht habe, ja, weil das war ja, ja immer... Wie macht man es? Ich kann nicht darauf warten, dass Sie kommen. Wir müssen das Monat auch dann umsetzen können, falls er mal nicht kommt. Das war meine Grundidee, weil ich kann ja nicht immer auf Kohlen sitzen. Ja. Kommt er nicht. Also es muss ja Monate im Vorfeld schon alles vorbereitet sein. Lebensmittel, marketingtechnisch, Geschirr, was brauchen wir alles? Und das funktioniert dir nur dann, wenn ich den Oktoberkoch im August bereise und dann Zeit genug habe, um das vorzubereiten. Und das haben wir ausprobiert. Das hat dann am Anfang alles sehr gut funktioniert. Sonst würde es das Konzept eh nicht mehr geben. Weil ich sage immer, die Gastköche sind unser Marketing-Tool. Jeder Gastkoch, der den Hangar 7 glücklich verlässt, wird für uns rausgehen, nach Sydney, nach Sao Paulo, wohin auch immer zurückreisen und über uns gut sprechen. Bei einem Event, wo er das nächste Mal hingeht, wird er über den Hangar 7 sprechen und wir müssen es so gut machen, dass dieses Event für ihn unvergessen bleibt. Das ist unsere Aufgabe. Also wir haben nicht nur die Aufgabe, Gäste glücklich zu machen, wir haben mit dem Hangar 7
auch die Aufgabe, Gastköche glücklich zu machen. Also wir haben diese doppelte Belastung. Mhm. Und dann war so der richtige Durchbruch im September 2004, als wir schon George von Gerichten bekamen. Also damals durch Herbert Blisnick, mhm. der unser GM war, der mit Abstand der beste GM war, den ich je kennengelernt habe. Sensationell. Also der mit richtig viel Erfahrung damals aus New York kam. Und der hat auch dann einmal schon George von Gerichten organisieren können und Greg Kunz. Mhm. Und dann wurde das Ganze nochmal echt tiefer, mhm. wo dann hergehen konntest und sagen, hey, der war da. Mhm. Und da ging es schon ein bisschen los. Ja? Das war ja eigentlich immer so mein Grundgedanke. Ja? Wir müssen mal 2 Jahre kämpfen um Gastköche und nach 2, 3, 4 Jahren sollten eigentlich die Gastköche anfangen zu kämpfen, mhm. um dass sie bei uns partizipieren dürfen. Ja? Und so ähnlich war es ja dann. Mhm. Ja? Ich meine, jetzt wird es keine Schwierigkeit mehr sein, einen Gastkoch in den Hangar 7 einzuladen, ja, weil einfach jeder sagt, weil jeder weiß, um was es geht. Aber das war natürlich vor 16 Jahren, ja. ging das los. Denke ich mal, dass Gäste vielleicht auch damals noch nicht unbedingt wussten, wer ein Jean-Georges von Gerichten ist? Gut, das war das zweite Problem. Der Gast war immer in meinem Kopf. Wir haben gesagt, funktioniert das Konzept nur deshalb, weil wir es schaffen, Gastköche einzuladen? Mhm. Wie reagiert der Gast drauf? Mhm. Sag ich immer, wir wissen doch von uns selbst, ja, was für Gewohnheitstiere wir sind. Ja. Wir gehen ja irgendwo hin, wir gehen zum Italiener hin, weil wir dort wissen, dass wir die beste Pasta bekommen. Wir gehen in diese Pizzeria, weil wir die beste Pizza bekommen. Mhm. Wir gehen zu diesem Wirtshaus, weil wir wissen, da bekommen wir den besten Schweinebraten. Mhm. Ja, was wissen Sie bei uns? Aber es hat sich herausgestellt, dass die Qualität zählt. Ja, und dann, ob dann die Qualität aus Shanghai, aus New York, aus Toronto oder aus Palma kommt, ist wurscht. Der Gast vertraut dir, wenn er merkt, dass du ihm Qualität lieferst und er ist sehr wohl so offen, jeden Monat irgendwas anderes auszuprobieren. Mhm. Und ja, also letztendlich haben wir erkannt, ja, dass es funktioniert hat. 10 Jahre, ziemlich genau, hast du es als Executive Chef gemacht. Fast 11, ja. Ein Zitat von dir, das mir immer im Kopf geblieben ist. 5 Jahre durftest du reisen, 5 Jahre musstest du reisen. Mhm. Was war der Beweggrund, irgendwann den Kochlöffel an den Nagel zu hängen? Ja, da gab es nicht nur einen Beweggrund. Es war jetzt nicht nur das Problem, dass jeden Monat auf Reisen warst. Es war im Nachhinein jetzt, wo ich seit über 5 Jahren schon weg bin vom Hangar, waren die 10, 10,5 Jahre eine sensationelle Zeit. Aber in der Zeit wurde es dann doch etwas, war so ein bisschen ausgebrannt. Und 5 Jahre waren sensationell, die ersten 5, ja, weil die Welt kennenlernen durftest. Ja, und dann sage ich, okay, wenn dann das dritte Mal nach Sydney gehst, ja, jammern auf höchstem Niveau. Ja. Aber dann hast du Sydney halt auch gesehen, ja. Und es gab ja jetzt nicht, du bist ja nicht dorthin gereist, ja, um irgendwie, ja, eine Kulturreise. Du warst dann in der Küche, ne? Du warst halt in der Küche. Du warst in Wahrheit, ja, so kurz wie möglich dort, ja, weil es kam ja schon der nächste Gastkoch irgendwann, den wieder vorzubereiten hattest. Und aktuell war ja auch einer da, den gerade zu bewältigen musstest. Und deshalb, ja, wurde es immer schwieriger. Das Reisen hat irgendwann nicht mehr Spaß gemacht. Es hat dich jeder Flughafen angekotzt. Es hat dich angekotzt, immer wieder in einem Hotel aufzuwachen. Es haben die Köche auch genervt. Ja. Du warst irgendwann, war ich einfach übersättigt. Ja. Und du hast gemerkt,
du nimmst sie zum Teil auch nicht mehr ernst. Mhm. Und das ist fatal. Ja. Ja. Ich meine, sie können da Geschichten erzählen, was sie wollen. Es ist ihr Erfolg. Und nur weil mir die Geschichten am Arsch gehen, ja, es bleibt ja trotzdem ihr Erfolg. Ja. Und wenn sie dann nicht mehr ernst nimmst, zum Teil sage ich begründet, ganz viele Köche nicht ernst nehmen, ja, aber es hat nichts zu suchen. Meine Meinung hat nichts zu suchen. Ich muss daran glauben. Ich habe ihn eingeladen, weil er erfolgreich ist und jetzt brauche nicht ich den Erfolg in Frage zu stellen, warum er erfolgreich ist. Deshalb muss man da schon, wurde es echt an der Zeit, ja, zu sagen, das ist nicht mehr der Job, der für mich der richtige ist. Ist denn, also einerseits ist es natürlich diese kulinarische, technische Herausforderung, andererseits ist es dieser unglaubliche Druck, jedes Mal am ersten On-Point das zu haben. Wacht man dann danach noch irgendwie in der Nacht auf und denkt sich, scheiße, morgen ist der Erste? Absolut. Also der Erste, wenn ich heute... Ja. Heute auf den Kalender schaue, zucke ich kurz zusammen. Ja. Es ist der Erste. Es ist ein Gastkoch da. Ja. Ich bin seit 5 Jahren nicht mehr da, aber es ist ein Gastkoch da. Und der Erste wird immer so ein kurzes Wachrütteln sein. Mhm. Es waren halt fast 120 Erste in den ganzen Jahren. Wahnsinn, ja. Und ja, das hat sich eingebrannt. Das glaube ich. Ja. Danach bist du zu dem geworden, den man heute vielleicht am besten in der breiten Öffentlichkeit kennt. Dein erstes Buch, Serviert, ist wenig später rausgekommen. Und dann die Fernsehkarriere. Waren das Schritte, die so geplant waren? Oder? Nee, also ich plane nichts. Ich plane mein ganzes Leben nicht. Und ich lasse Dinge passieren. Und ich gebe dem Leben auch die Möglichkeit, dass Dinge passieren, weil ich eben nicht plane. Mhm. Jeder, der plant, verbaut sich solche Möglichkeiten. Und deshalb war auch damals mit dem Abgang vom Hangar 7 nicht schon ein nächster Job da, weil wissend, dass wenn ich schon das nächste hätte, verbaue ich mir so viel. Mhm. Ich gebe einem anderen ja nicht die Chance, ja, dass er mir sagt, dass er Interesse hätte, dass ich für ihn arbeite, wenn ich schon wieder was habe. Mhm. Und deshalb habe ich das mal in meinem jugendlichen Leichtsinn einfach offen gelassen. Ja, da bin ich halt so und habe gesagt, ja, schauen wir mal. Und natürlich ist es auch nicht so einfach. Es geht auch nur dann, ja, wenn du eine Frau hast, ja, die da dahinter steht und sagt, okay, mach's, auch wenn wir finanziell uns ein bisschen schwer tun vielleicht, ja, wenn du nichts machst, weil jetzt glaubt ja jeder, dass man im Hangar 7 zum Millionär wurde, was nicht so ist, was auch deshalb nie sein könnte, weil ich einfach nicht der Typ bin, der sich Geld auf die Seite legen oder gelegt hat. Und deshalb... Ja, wurde es natürlich auch knapp, aber ich habe mein Leben einfach gelebt und habe Chancen offen gehalten, habe Dinge ausprobiert, wie damals die ganzen Handwerksberufe, die mir mal wichtiger waren, wie die ganze Gastronomie, dass ich einfach auch den Menschen die Möglichkeit gebe, dass sie daran glauben, dass ich einen kompletten Vollschuss habe. Jetzt nicht nur, weil ich den Hangar 7 verlasse, ja, weil ich nach dem Verlassen des Hangar 7 auf einmal ein Tischlerpraktikum mache oder ein Schneiderpraktikum oder nach Südtirol gehe, einen Holzschnitzerkurs zu belegen. Und das war eine der wichtigsten Zeiten in meinem Leben. Einfach mal... Oder immer wieder auch mal gegen den Strom zu schwimmen. Und ich weiß gar nicht, wie es geht, glaube ich, mit dem Strom zu schwimmen. Mhm. Wahrscheinlich wäre es leichter. Mhm. Ich finde das Interessante, wenn man dich dann doch nicht nur vom Flatscreen, sondern auch mal persönlich trifft, die große Annahme ist, du seist ein Provokateur. Nee, es ist auch kein Kompliment. Ja, ich finde es eigentlich
Vielleicht war das mit 25, ja, dieser junge, provokative Typ, ja, da sagst du, ja, cool. Mhm. Aber mit bald 50, ganz ehrlich, sich immer noch als Provokateur betiteln zu lassen, ist eigentlich schon eher peinlich. Mhm. Weil einer, der provoziert, in Wahrheit ja für mich nichts Besonderes macht, oder? Mhm. Also wenn du provozierst, dann machst du es ja wirklich bewusst. Eben. Und nur um bewusst zu provozieren, da hast du vielleicht auch irgendwie, ja, warum machst du das? Mhm. Was du auf jeden Irgendwas Fall hast... fehlt da ja, oder? Ja. Wenn du es machen musst. Und ich mache es ja nicht, weil ich mache nichts, weil ich Menschen verärgern möchte. Mhm. Nichts. Ich will Menschen nicht verärgern. Ich will vielleicht, dass sie über Dinge nachdenken. Aber weil ich halt selbst auch ein Typ bin, der was ganz viel über Dinge nachdenkt, mhm, und in erster Linie mal über sich selbst nachdenkt. Mhm. Und das hat alles nichts mit Provozieren zu tun. Das sehen die Menschen so. Aber ich bin kein Mensch, der provoziert. Dass du viel zum Nachdenken kamst, beweist auch, dass dein zweites Buch erschienen ist, nach Serviert, ist jetzt Nachschlag dran. Was kann man sich erwarten? Ist es wieder eine schonungslose Darstellung der Missstände der Gastronomie? Ja, also ich denke, dass das Nachschlag fast nochmal, wie der Titel ja schon sagt, nochmal einen, also dass wir nochmal einen Schritt weitergegangen sind, auch weil man es im Eigenverlag gemacht haben und dadurch uns Anwaltkosten ersparen wollten, die uns dann letztendlich wieder gesagt hätten, dass wir das und das vielleicht überdenken sollten. Ich will nicht mehr denken. Ich will niemandem wehtun, aber ich will sehr wohl Dinge so sagen und so in meinem Buch stehen haben, wie ich sie für mich fühle. Ja? Mhm. Und jeder kann anderer Meinung sein. Mhm. Ja? Finde ich super, weil nur wenn wir anderer Meinung sind, ja, haben wir Möglichkeiten, über Dinge zu diskutieren und letztendlich vielleicht Dinge zu verändern. Auch ich. Ich habe so viele Ja-Sager um mir. Ich bin müde von Ja-Sagern. Ich möchte Menschen, die mir sagen, Trettl, das war nicht gut. Ja? Ich bin so dankbar, nicht im ersten Moment, weil dafür bin ich einfach ein zu sturer Hund. Aber im zweiten Moment, eine Nacht drüber schlafen und ich werde immer drüber nachdenken, was mir Menschen sagen, wenn mir die Menschen irgendwas wert sind. Mhm. Aber ich werde immer drüber nachdenken. Ich tue es nicht ab und sage, Scheiße, ja, ich weiß schon, was ich tue. Mhm. Und bin ich der Allerletzte. Das kann meine Frau bestätigen. Ist etwas eine Eigenschaft, die du immer schon hattest oder etwas, was du lernen musstest? Ja, es ist eine Eigenschaft, die wie ganz viele Dinge lernen musst. Ja, der junge Stier... Ja, muss halt auch 10-mal über die Weide rennen, ja, bis er mal eine besteigen kann. Ja. Und der alte Stier steht halt am Rande, ja, und beobachtet und geht dann halt gezielt hin und besteigt dann. Mhm. Du hast im Buch auch immer wieder schon damals bei Serviert ein wenig der Zeit voraus Dinge wie No-Shows angesprochen. Mhm. Etwas, womit sich jetzt langsam die Leute beginnen, überraschend zu beschäftigen. Warum reagiert teilweise die Branche so behäbig auf akute Probleme? Weil sie Angst hat. Wovor? Jeder hat Angst, Gäste zu verärgern und dadurch Gäste zu verlieren. Das ist die größte Angst der Gastronomen. Deshalb ist es auch so behäbig. Mhm. Erstens das und zweitens halten sie nicht zusammen. Zwei ganz klare Dinge. Ja, sie bräuchten keine Angst haben, wenn es die 10 Kollegen im Umfeld genauso handhaben wie er. Dann brauchst du keine Angst haben, aber er steht allein im Walde
und er ist nicht mutig genug, um es alleine in die Hand zu nehmen. Was wären so Dinge, um beispielsweise den Gast dahingehend zu entziehen, mehr Bewusstsein für diese vielen verschiedenen Dinge, die ein Gastronom machen muss, die ihn Geld kosten, dieses Bewusstsein zu schaffen? Boah. Ja, ein paar Jahre zurückgehen, oder? Ein paar Jahrzehnte zurückgehen, ja, wo die ganzen Fehler begangen wurden, ja, sich immer dem Gast in allem, du kannst nicht jedem gerecht werden, ja, also einfach schon mal sich das aus dem Kopf zu setzen, ja, dass du nie allen Menschen gerecht werden kannst, aber dass du sehr wohl erfolgreich sein kannst oder wirst, wenn du mal was beherrschst. Und wenn du daran glaubst, mhm, und wenn du dann auch das richtige Geld dafür verlangst, ja, weil es ist einfach zum Teil schockierend, außer ich gehe jetzt nach Paris oder New York, ja, da sage ich es jetzt nicht, dass die Preise zu billig sind, aber in unserem Umfeld ist in Wahrheit alles viel zu billig. Was hemmt? Also wenn man andere Wirtschaftssektoren anschaut, viele haben Dachverbände, unter der sie alle vereinigten Gewerkschaften beispielsweise. Warum gibt es in der Gastronomie diese Dachmarke nicht, die gewisse Dinge reglementiert, so mit Preisgestaltung? Scheiße, warum gibt es das nicht? Warum? Ja. Ich habe keine Ahnung, vielleicht haben die Gastronomen in der Prioritätenliste einfach Dinge übersehen. Ja, was wäre wirklich wichtig? Und das würde es alles geben, wenn der Zusammenhalt da wäre, oder? Ja. Ich sage, wenn sie alle an einem Strang ziehen würden, dann würde es solche Dinge doch geben. Mhm. Aber jeder Gastronom ist ein, oder die meisten sind einfach Einzelkämpfer und ja, gut. Wir tun halt so, als ob wir alle zusammengehören und dann machen wir halt mal eine Genussmesse mit dem Gourmillon und stehen alle 100 zusammen, oder? Ist das ein Zusammenhalt? Für einen Gourmillon eine Genussmesse zu veranstalten? Das ist kein Zusammenhalt. Kann ich dir nur beipflichten. Ja. Du hast auch in deinen kulinarischen Jahren sehr viel Trends und Hypes foodtechnischer Weise erlebt. Etwas, was mich persönlich immer sehr, was ich sehr spannend fand, ist das Thema Regionalität. Fandest du spannend? Wie kann es sein, dass etwas so Antikes... du fandest nicht die Regionalität an sich spannend? Ich fand es spannend, dass man das als Trend und Hype bezeichnen konnte. Ich fand es bescheuert. Wie ist es möglich, dass solche Dinge, die eigentlich uralt sind, wieder als Trend oder Hype gefeiert werden? Wie das möglich ist? Ja. Die Presse? Ja, das seid ihr. Ja, wir brauchen was Neues. Ich meine, die Molekularküche ist dann abgehakt. Dann kommt die Nordic Cuisine, ja, die ja eigentlich die Regionalität wieder groß gemacht hat. Wo es aber verständlich ist für mich, ja, weil Nordic Cuisine hat vielleicht einen Durchmesser von 2000 Kilometern, ja, nicht nur drei Berge im Kreuz. Und wenn ich in Dänemark bin und regional koche, ja, dann habe ich einfach eine unfassbare Auswahl, um regional zu kochen. Mhm. Und daraus resultierend kam die Regionalität ganz stark auf. Und dann hat man es halt nicht nur in Stockholm und in Dänemark gemacht, sondern auch auf einmal, ja, überall. In den Alpen und im Flachland unten und überall. Ja, unfassbar intelligent zum Teil, ja, weil einfach die Foodkost besser in den Griff bekommst, wenn nicht mehr dein Atlantiksteinbutt verkaufst, sondern eine Forelle aus dem Bach. Das ist clever. Und ja, es ist ja zum Teil auch erfolgreich.
Aber es ist und bleibt für mich einfach eine Verarsche meistens. Es ist eine Verarsche. Du musst irgendwas machen, was, ja, sag's immer wieder, Millionen von Jahren ging es ja nicht anders. Wenn es nicht die Regionalität gegeben hätte, würden wir jetzt nicht hier sitzen. Und auf einmal ist das ein Trend. Wenn du hypothetisch, dir kann man ja alles zutrauen, wieder ein Restaurant eröffnen würdest, wie wird das aussehen und wie wird es schmecken? Vielleicht würde ich ein veganes Restaurant machen. Das glaube ich da nicht. Ja, doch. Vielleicht vegetarisch vegan. Isst du? Nee. Doch. Wirklich? Bin ich nicht. Aber würdest du? Esse ich gerne. Okay. Ja, ich liebe es. Also ich liebe vegetarisches und veganes Essen. Aber ich, weißt was, ich würde vielleicht ein vegetarisch-veganes Restaurant machen und würde Veganern vielleicht den Eintritt verwehren. Weißt du, was ich meine? Mhm. Was ja auch wieder extrem ist. Ja? Das ist jetzt ein bisschen provokativ, oder? Und man könnte beim Eingang einfach verpflichtend, wenn du ins Restaurant gehst, Fleischhäppchen austeilen und dann kannst du ins Restaurant vegan essen. Da werde ich wieder zum Provokateur. Das habe ich gesagt. Ja, das würde ich nicht machen. Also es ist vielleicht auch provozierend, ja, den Veganer den Eintritt zu verweigern. Aber es ist schon was Spannendes. Also dieses Thema vegetarisch-vegan finde ich unglaublich spannend, wenn man es nicht so zelebriert wie so manche Restaurants, die nur vegetarisch kochen. Mhm. Weil es muss dann einfach schön gekocht werden und nicht wieder 30 Komponenten vom Sellerie irgendwo auf dem Teller. Das nervt dann auch wieder. Mhm. Aber die Grundidee eines vegetarisch veganes, ja, das finde ich gut. Einfach Menschen zu überzeugen, dass sie sehr wohl ohne Fisch und ohne Fleisch mal ein paar Tage in der Woche auskommen, um einfach wieder sich bewusster zu werden und dass sie vielleicht das Fleisch, das sie kaufen, dann wirklich auch von guter Qualität ist. Vielleicht würde ich aber auch was mit Huhn machen. Mit Huhn? Mhm. Huhn finde ich wahnsinnig spannend. Geiles Huhn. Gibt es leider nur selten. Ja, gibt es ganz selten. Vielleicht würde ich ein Restaurant machen, das nur Huhn serviert und das Fressen des Huhns. Mhm. Das Fressen des Huhns? Ja. Wie? Ja, das, was ein Huhn frisst. Das gibt's dazu? Ja, das Huhn ist deshalb so spannend, weil du es am problemlosesten verarbeiten kannst, wirklich von bis. Mhm. Ja? Mit einem Rind tun sich selbst die besten Köche schon oft schwer, ja, das ganze Teil zu verarbeiten. Mhm. Beim Huhn wirst du nie ein Problem haben. Du hast eine Keule, du hast eine Kust, du hast ein Soltiles, du hast eine Haut, du hast die Knochen, mit denen viel anfangen kannst. Du hast Innereien, die du perfekt verarbeiten kannst. Das Huhn ist ein wahnsinnig richtig gutes, geiles, schönes Tier zu verarbeiten. Richtig gutes Lebensmittel. Und ja, da träume ich schon ab und zu mal davon, ja, vielleicht irgendwie so einen Bauernhof zu haben mit verschiedensten Hühnern. Und wirklich ein ganz klares Konzept. Eines ist sicher, wenn ich was machen würde, ja, das ist nur hypothetisch, ja, ich habe ja keine Zeit jetzt, dann würde ich was machen, was klar ist. Das vermisse ich am allermeisten in der Kulinarik, dass ich Klarheit erkenne. Um was geht es in deinem Restaurant? Wenn ich was mache, dann ist das klar. Huhn und Gemüse. Vegetarisch. Vegan, es wird klar sein. Du wirst wissen, was dich erwartet. Huhn, Gemüse war immer schon ein geiles, geile Idee.
Aber ist ja blöd, wenn ich hier die ganzen Ideen preisgebe. Obwohl, es ist wurscht. Ja. Vielleicht nimmt es ja jemand auf, ja, und ich kann dort hingehen zum Essen dann. Mhm. Ja. Ich finde, die Thai-Küche und die mexikanische Küche gehört fusioniert. Mhm. Weil es zwei unglaublich spannende Küchen sind. Ja. Und das ist uns auch im Hangar aufgefallen. Die Thai-Küche ist sowieso immer. Mhm. Koch Thai und du wirst das Restaurant voll haben. Mexikanisch, wenn es wirklich mexikanisch ist, auch durch diesen Stolz, den der Mexikaner schon in sich trägt, einfach eine richtig gute, starke Küche. Und wenn ich so die Lebensmittel sehe, ja, der Thailänder und des Mexikaners, wie wichtig die Limette ist, wie wichtig die Chili sind, wie wichtig der Koriander ist, die sind in Wahrheit ganz andere Geschmäcker, obwohl die Basis der Lebensmittel sehr ähnlich sind. Und das würde ich wahnsinnig spannend, also sehr reizvoll, ja, Mexiko und Thailand zu fusionieren. Zwei Küchen, die auf der ganzen Welt für Anklang finden. Würdest du selber kochen? Oder würdest du einen Küchenchef engagieren? Also momentan würde ich nicht selbst kochen. Ja, vielleicht finde ich in 7 Jahren, wenn ich dann Mitte 50 bin, so weit, dass ich einfach sage, okay, ich ziehe mich komplett zurück, ja, und ich koche nur noch selbst. Und ich koche wirklich nur noch selbst. Mhm. Weil ich möchte mich jetzt dann nicht nachts vielleicht die Gedanken machen, boah, hoffentlich ist mein Mitarbeiter morgen auch noch da. Oder hoffentlich ist er nicht krank oder ja, ich meine, er muss ja gar nicht krank sein. Er kommt halt nicht mehr. Wie oft habe ich das erlebt, dass er einfach nicht mehr kommt? Ja, weil er kann es ja machen. Es passiert ihm eh nichts. Ja, die Rechte, gesetzlich ist er ja nicht verpflichtet, irgendwie die 2 Wochen einzuhalten. Ja, wenn er heute sagt, am Abend, ach, muss was sein. Dann komme ich halt morgen in der Früh nicht mehr. Es passiert ihm nichts. Ja? Was für eine Scheiße. Darum eingangs auch erwähnt, weil es wenige, die dich kennen, wissen, dass du beispielsweise in einer Aubergine gearbeitet hast. Da ging es auch sehr hart zu, aber solche Dinge sind damals... Nicht auch. Da ging es hart zu. Nicht auch. Ja, das auch ist total überflüssig. Härter eigentlich. Ja, es ging richtig hart zu. Und genau richtig war's. War das damals auch schon ein Problem, dass man Angst haben musste, dass ein Mitarbeiter nicht kommt? Oder war das noch mehr? Ja, ja. Also ich habe schon erlebt, dass von 18 auf 7 runterging über Nacht. Nee, das war schon hart. Aber ganz ehrlich, ich würde es nicht... ich würd's, es war genau das Richtige für mich. Und ich verehre einen Herrn Witzigmann für all das, was er gemacht hat, für all das, was er immer noch macht, für das, was er für mich ist. Ich kann mich erinnern, er hatte mir einen Brief geschrieben, wo dich gerügt hat, dass deine Küche ein Saustall ist. Ja. Wie kam es da damals dazu? Das war schwieriger, weil da war ich 25. Ja, ja, es kam dazu, dass einfach die Küche ein Saustall war. Und dass ich einfach gesagt habe, ich will meinen Weg gehen und ich will ihn nicht für einen Patron wie Eckhard Witzigmann gehen auf Mallorca damals. Es war meine erste Stelle und eben ich war der junge Stier, der sich mit Gewalt die Hörner abstoßen musste. Und das Problem war in dem Fall sicher nie Witzigmann, das Problem war vielmehr ich. Ja, und das erkennst du halt auch erst im Nachhinein. Aber es war in Wahrheit, war es kein Problem, es war einfach ein Entwicklungsmoment, den man erleben musste. Ja, du musst halt ab und zu mal zusammenkrachen, um dass dann richtig gut auskommst.
Und das ist damals passiert. Das ist auch sicher noch einige andere Male passiert. Aber ja, soll's. Jetzt, Herr Witzigmann wird bald 80, ich werde bald 50 und wir kennen uns seit bald 30 Jahren und wir haben uns mit der Zeit immer mehr lieben gelernt und mehr schätzen gelernt und ich bin mir bewusst, was ich mit einem Herrn Witzigmann gehabt habe und was ich immer noch an ihm habe und ich denke, dass es umgekehrt genauso ist. Und ich hatte auch viel Geduld, muss ich sagen. Nee, wirklich, also wenn man, ich glaube, dass viele andere gesagt haben, ja, warum soll ich immer mich hinter einen Herrn Witzigmann stellen? Weil ich habe das ja jahrzehntelang gemacht. Ja, er war der Patron und ich habe, ja, ich habe halt gemacht. Aber in Wahrheit habe ich nie so gedacht. Ja, ich habe es immer als Ehre gesehen, dass ich es machen darf für so einen Mann. Mhm. Ja, und selbst wenn ich es ja, vielleicht 20 Jahre gemacht habe, ja, aber irgendwann kommst du ja aus einem Schatten raus und profitierst ja auch durch das Licht, das er dann aussendet, oder? Und dann irgendwann bist du auf Augenhöhe. Mhm. Weil er ist der Letzte, der mich einbremst. Ja. Ein Herr Witzigmann, das ist ja auch die Stärke von einem Herrn Witzigmann, ja, dass er jeden leben lässt, dass er so einen Respekt hat vor allen. Und deshalb hat mir nichts Besseres passieren können. Mittlerweile strahlst du selber schon ganz schön hell, bist im Fernsehen wirklich Quotenbringer. Wie kam es eigentlich zu dem ganzen Engagement? Du bist mittlerweile ja bei den First Dates angekommen. 90 Drehtage im Jahr, das ist schon ordentlich. Wie kamst du zum Fernsehen? Ja, es war, los ging es ja schon mit dem Hangar, ja, mit den ganzen sensationellen Formaten, die leider kein Mensch gesehen hat, weil die Quoten da einfach, ja, nicht ernst zu nehmen sind. Und dann gab es mal als The Taste Gastjuror, zwei Auftritte in der ersten Staffel und in der dritten Staffel. Statt dem Tim Melzer war das, glaube ich, damals drin? Nee, als Gastjuror noch. Okay. Das war erste und dritte Staffel, da war Tim Melzer noch dabei. Und dann glaube ich, dass ich in dem Moment meinem lieben Freund Tim Melzer sehr viel zu verdanken habe. Erstens, weil er The Taste verlassen hat. Und nicht nur, weil ich glaube auch, dass das schon eher auch einer derjenigen waren, die gesagt haben, du, wenn ich gehe, schaut euch vielleicht mal den Trettel an. Mhm. Also ich denke schon, dass er mal so ein bisschen den Weg geebnet hat und vielleicht nicht nur ein bisschen. Und weil dann ging es ja mit The Taste los, dann ging es gleichzeitig mit der ersten Staffel schon bei Kitchen Impossible los. Und das kam ja natürlich auch durch die Melzer. Und dann kam die Karawane der Köche wieder durch die Melzer. Ich meine, ich hätte die Karawane sicher nicht erlebt, ja, wenn nicht die Melzer mir die Möglichkeit gegeben hätte, die miterleben zu dürfen. Und deshalb muss ich sagen, die ganzen ersten Schritte fernsehtechnisch kamen eigentlich, weil sie mir die Melzer ermöglicht hat. Sehr ehrlich, sehr sympathisch von dir. Ja, und das werde ich ihm immer dankbar sein und das werde ich mir immer bewusst sein. Nichtsdestotrotz, es ist ein unfassbarer Quatscher. Aber es ist ein Quatscher, den ich liebe. Vielleicht passt es ja deshalb so gut zusammen. Ja. Lieber Roland, tausend Dank für deine Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß. Tschüss. Was, das echt schon?